Hallo und herzlich willkommen zu dieser Kulisse hier, Allianz Arena. Es ist leicht bewölkt, aber trotzdem super Fußballwetter. Heute mit der Partie Bayern gegen Freiburg. An meiner linken Seite, wie immer, der Armin. Mhm. Du spielst mit den großen Bayern. Und werden sie heute gleich Deutscher Meister. Wir können hier nochmal die Tabelle sehen. Es ist einfach Zweiter gegen 15. Und wir sehen aber auch, dass Bayern natürlich hinter Dortmund 3 Punkte ist, aber... Viel besseres Torwelt. Ja. Wirklich, da müssen jetzt hier 14-0 verlieren oder so. Und wir sehen auch, woran das liegt. Die haben einfach unglaublich viele Tore geschossen. Ja, aber Dortmund hat auch unfassbar 68 Tore. Das ist auch schon gut, ja, das stimmt. Aber ja, Bayern ist natürlich hier... Die haben einige Kantersiege hier jetzt in der Saison auch verbuchen können, das weiß ich auch relativ genau. Wegen Leuten wie Robben, wegen auch Thiago, der hier klasse Vorlagen gibt. Und wir sehen eine Aufstellung, die so mit Bayern auch von mir noch nie gespielt wurde. Bin sehr gespannt, wie das funktioniert. 4-2-2-2. Sieht echt komisch aus. Ich dachte mir, Müller und Lewandowski mal nebeneinander, mal schauen, wie es klappt. Sonst ist ja Müller immer so auf den Außen und das macht gar keinen Sinn. Oder er ist im zentralen defensiven Mittelfeld. Ja, und so ist offensiven Mittelfeld immer. Und so ist es wenigstens irgendwie einigermaßen praktisch. Mal gucken, wie das klappt. Auch wieder Außenbahn. Fokussiert erstmal, aber nicht ganz so weit außen. Mal schauen. Freiburg hat bestimmt ein ganz anderes Spielsystem. Sehen wir das noch? Ja. Natürlich. Hinten ging es jetzt wie immer im Tor. Super Torhüter. Und ich habe einen 2-4-4. Und Niederlechner Petersen, was für ein Sturm. Dahinter Philipp einfach. Der ist auch richtig gut. Grifo außerdem auch mit dabei. Kann auch, wenn es mal eine Freischusssituation gibt, auch mal den direkt reinmachen. Habe ich schon gemacht gegen Darmstadt. Und hinten ist noch für die Bank, also auf der Bank für die Innenverteidigung Söhnchen auch noch dabei. Mal sehen, ob er noch spielt. Ich denke mal schon, denn ich kriege bestimmt eine gelbe Karte. Der Schönlebe pfeift hier den Spielern und Bayern können hier jetzt loslegen. Taktiken werden eingestellt und los geht's. Ja, mal gucken, was hier von den Bayern so im letzten Spieltag noch kommt. Ich meine, natürlich, sie müssen irgendwie gewinnen. Sie müssen gewinnen, ja. Sonst können sie sich die Meisterschaft gleich abschminken. Oh, was war das denn? Ja, und du darfst ja auch noch mit Dortmund an diesem Spieltag spielen. Und ja, ich wechsle Robben gleich halt aus. Einfach nur mit Dortmund, also gegen Dortmund auch noch gewinnen. Richtig. Und damit zumindest, wenn du für die Bayern bist. Ja. Bayern Meister, wobei ich würde gerne einen anderen Verein als Meister sehen. Aber das ist halt diese Saison dann nicht so. Welchen denn? Ja, welchen? Ratet doch mal. Schreibt es in die Kommentare. Was denkt ihr, welchen Verein? Wir haben schon ein paar Mal gesagt. Und da ist Robert. Alter. Lewandowski in der vierten Minute. Das war auch, keine Ahnung, die Flanke war relativ komisch. Ja, was für eine scheiß Abwehr. Kam irgendwer daran, die stürmt wahrscheinlich Thiago oder so. Müssen wir uns mal genauer angucken. Ah, Ribéry war's. Und Torron lenkt den irgendwie ab. Und dann, genau. Kommt aber wie der Ball sich dreht, und dann dreht er den auch nochmal so. Ja, das und ist ganz halt knapp am Tor. Das ist halt klasse. Robert Lewandowski ist einfach ein richtig guter Stürmer. Der macht aus allem irgendwie was Gefährliches. Und hier sehen wir es wieder. Und es ist sein 25. Tor. Ist er noch im Rennen um die Tore gekommen? Er ist Nummer 1. Und Aubameyang hat, glaube ich, 22. Okay, also hat er jetzt gerade seinen Vorsprung ausgebaut. Ja, es sind 2 Tore Unterschiede, wenn ich weiß. Ja, dann sind es schon 3 jetzt, oder? Jetzt 3. Ja. Ja, das wird natürlich haarig, zumal das Spiel noch nicht vorbei ist. Ja gut, es war halt ein Schock, aber jetzt kommt Freiburg erstmal. Das sieht man hier. Ja, guck mal hier. Ribéry! Oh! Fast Petersen dran. Nur fast. Müller. Müller rennt. Aber Kempf ist auch noch da. Oh, der war böse abgefälscht, aber... Aber? Aber dann irgendwie halt direkt in die Arme vom Torhüter. Das wäre wahrscheinlich gefährlicher gewesen, wenn er nicht abgefälscht gewesen wäre. Das kann sein. Ich hoffe mal, ich kriege hier keinen Kantersieg jetzt. Also eingeballert. Nee, so schon mal nicht. Ja, ich weiß auch immer noch nicht, wie das erste Tor wirklich zustande kam von dir. Ja. Du hast mal wieder Glück gehabt, das bayerische Glück. Halt. Ach komm. Ja. Ja, nee, also natürlich war es. Ich habe einen Druck gemacht und dann hat irgendein Verteidiger einen falschen Entscheidung getroffen. Ja, aber der war wieder so flippermäßig unterwegs. Der Ball. Oh oh. Oh oh. Schön mitgenommen von Lewandowski. Ja, stimmt. Aber. Der Schuss war dann nix, der war auch anders geplant, aber man kann nicht alles haben. Aber es geht hier nur in eine Richtung. Aufstellung ist echt so komisch, die macht mir ja alles kaputt. Deine Formation. Alter. Ah, was war das? War er nervös? Ich habe in der falschen Situation einen Trick machen wollen.
Aber jetzt sonst nichts lesen. Oh! Was war denn das jetzt nochmal? Keine Ahnung, ich habe einfach nur noch gedrückt, aber der Kopfball, also der, auch die Vorlage auf Müllers Kopf, die war der Knaller. Da war niemand bei ihm und der Kopfball war eigentlich auch gar nicht schlecht, aber Hickiewicz hat da gut reagiert und kann das nächste Gegentor abwenden. Noch zumindest. Ja, bisher ist noch nicht gefallen. Und da Tor Ron jetzt sich gefestigt hat hinten und gefangen, gibt es ja auch kein Tor mehr. Okay, bin ich sehr gespannt. Du hast nur Chancen halt. Es gab schon mal ein Spiel, da hast du 200 Chancen gehabt, ich keine, und trotzdem 0-0. Denk. Alaba! Was macht der Alaba da? 2-0! Mit seinem linken Fuß irgendwie den Ball im Winkel, also, Mann. Wenn es weitergeht und ich gewinne gegen Dortmund, 1-0. Ja. Dann ist es hier eine klare Sache. Boom! Ja, die machen genauso weiter, wie sie die ganze Saison auch gespielt haben. Ja, nicht die ganze Saison. Ja, genau, offensichtlicherweise nicht, aber sie haben, wenn sie gewonnen haben, dann haben sie, glaube ich, hoch gewonnen. Ja, immer dominant auf jeden Fall. Ja, bis halt auch ja das eine Hamburg-Spiel, das ist richtig, das war richtig kacke. Das weiß ich jetzt noch, ey. Ja, sein zweites Tor. Ich habe das erste Tor mit ihm, glaube ich, auch gemacht. Ich weiß nicht, kann sein, ja. Distanzschuss oder so. Ja, oder Freischuss hier. Ja, da steht es 2-0 und von Freiburg kommt bislang nicht viel. Nee, es kommt gar nichts. Aber die Aufstellung ist auch nice, gell? Die ist ekelhaft. Die ist richtig, guck mal, schon wieder. Ja, aber schon wieder Ballverlust. Nee, meiner den auch nicht an. Ganz ehrlich. Ja, weil du vielleicht mal den Rücken gespielt hast. Ja, ach komm. Ach, faul hier. Naja. Ribery! Ah, der war nicht gut geschossen leider, nicht gut genug zumindest. Aber, ja. Gut, Müller ist natürlich auch so eine Sache, nicht wahr? Ja. Manchmal ist er gut, manchmal ist er auch schlecht. Ja, der macht schon immer viel, ne? Und der ist auch schon gut, aber der ist irgendwie, ja, ist ja nicht so ein Vollblutstürmer. Diese wie Saison ist nicht seine Sache. Das stimmt. Boah, hast du jetzt auf Petersen gespielt, gell? Nee, ich dachte, es wäre mein Franz gewesen, weil der hat die gleiche Schuhe. Ach so. Aber geiler Schuss, oder? Ich muss sagen, Petersen hat auch den besseren Schuss als Franz. Ja, das ist richtig. Franz. Aber ich habe eigentlich gehofft, dass er hochkommt, weil dann wäre es richtig gefährlich geworden. Ja, das stimmt. Aber leider nicht, ne? Oh! Da war irgendwer sehr frei. Ich glaube, Niederlechner war es. Nee, ich glaube nicht. Wir sehen es auf jeden Fall nicht mehr. Immer 20 war es, glaube ich. Wahrscheinlich irgendein Verteidiger. Aber erstmal klärt Lahm. So, Injowski. Was machst du denn da? Den also, Lewandowski mit ins Spiel einbringen. Müller, ja. Müller ist im Spiel, glaub mir. Arsch. Oh Mann, ey, das dritte Tor. Oh, da war Ich habe leider nicht gut genug den Verteidiger verladen. Hey, ich habe doch gefoult. Kann den Lahm nicht einfach drüber gehen hier. Was denn? Und ich habe gepasst. Und 10 Meter weiter vorne kriegt Bayern München dann doch noch das Foul. Ich habe gepasst. Ja, das glaube ich dir gern. Aber ich habe schon mal wegen Passen drücken einen Elfmeter dir gegeben. Das habe ich auch schon gemacht. Also, das habe ich auch schon gemacht. Dieses Psychospielchen hier wieder von FIFA. Mach mich schon wieder fertig jetzt. Nee. Sorry. Alter, fünf Mann in der Mauer. Ich kann auch mehr hinstellen, wenn du willst. Echt? Geht das einfach? Alles machbar. Okay, der war jetzt nicht so gut. War auch eher schlecht. Ne? Ich habe ja schon gesagt, der war nicht so gut. Ja, ich sag ja, eher schlecht. Oh, was? Eben, will ich auch mal sagen. Ja, Boateng ein bisschen zu stürmisch. In letzter Zeit nicht viel beachtet worden von Carlo Ancelotti. Ja, er will weg nach Juve. Nee, keine Ahnung. Aber was machst du denn da eigentlich? Aber Ancelotti hat gesagt, nee, der bleibt genauso wie Renato Sanchez. Ja, genau. Oh, eigentlich war der aus, ne? Ich will nichts sagen. Lewandowski! Im Strafraum fast frei. Nee, überhaupt nicht aus. Alter, ich komme gar nicht zu Potti hier. Ich muss doch zwei Tore schießen, wie soll ich das machen? Weiß ich nicht. Muss ich eigentlich noch schießen. Ja. Ja, wobei zwei reichen. Zwei reichen.
um die Meisterschaft zumindest zu verhindern. Da war noch einer dran, das müsste also Eckball geben, sonst wäre er wahrscheinlich auch noch mal gefährlicher geworden. Ja, weiß nicht. Kann sein. Ho, ho, ho. Stell dir vor, der Seitverzieher von Thiago wäre reingegangen. Das wäre der absolute Knaller gewesen. Ja, wir sehen nur mal die Aktion. Da ist der Seitverzieher. Selber schuld, ganz ehrlich. Von selber dem, von schuld. Dem Martin nicht glauben wollte, dass es einer war. Beinbruch. Und ja, jetzt ist das Bein gebrochen. Wir sehen nicht, wie er vom Feld geht, weil er wahrscheinlich vom Feld getragen worden defensiv ist. Defensiv gewechselt. Und Javi Martinez, der auch defensiv Mittelfeld spielen kann, kommt rein. Aber auch du kriegst ja noch Einwurf. Das ist schon eher ein defensiver Wechsel, ne? Nö, ich hätte sonst Charlie Alonso reingetan, aber schade. Ja, war im zentralen defensiven Mittelfeld. Ja, und aber der macht ein bisschen mehr als Martinez nach vorne. Wer weiß. Du ja. hast du nicht gesehen, was er so nach vorne macht. Ja, zeig. Ja, das war nicht so gut auf jeden Fall. Von Ribéry. Was ist denn? Oh, das hab ich nicht. Da kam schon Javi Martinez auch angerauscht. Muss man auch mal so sagen. Oh. Wo ich spielen? Pedersen? Du kommst ja auch ein bisschen da. Aber er steht da wieder. Ein bisschen komisch aufgestanden. Es gibt doch mal Freistoß anscheinend. Es gibt noch Freistoß und ich habe einen gewissen Krieg überhaupt. Oh, Alter, ich dachte, das gibt rote Karte. Das hätte auch berechtigterweise nee, gut. Nicht. Also nee. Es war niemand anderes mit da. Ich hatte schon geschossen gehabt während ja, dem wahrscheinlich. Da rote. Ja. Aber trotzdem, ich dachte im letzten Moment noch irgendwie dazwischen kommen mit Alaba. Und der Schuss war gar nicht so schlecht. Hättest du, wäre ich allein gewesen, wäre wahrscheinlich rein. Klar, es ist Pedersen, das wusste ich. Deswegen bin ich dazwischen gegangen. Ja. Na, guck mal, Javi Martinez. Ha. Schade, hätte ich gerne nochmal Handelfmeter gehabt. Okay. Mach bestimmt doch Hand. Lass mal Rücken bis Kopf. Nacken. Robbennacken. Ein Nackenschlag. Robbennacken war es. Einfach Robbennacken. Und Neuer ist da, Neuer erklärt. Doch, Ron. Ich komme in Fahrt, aber jetzt halt Pause gleich. Das ist halt ein bisschen sehr ungünstig. Jetzt ist Pause. Jetzt ist Pause. Sehr ungünstig, die ganze Aktion hier wieder. Ich bin jetzt super im Spiel gewesen. Aber auch nur, weil Thiago verletzt ist. Thiago ist der Mittelfeldmotor und das wird jetzt echt schwierig, den zu ersetzen. Ich kann mir gut vorstellen, dass Bayern jetzt einbricht in der zweiten Hälfte. Ja, richtig. Ich hätte auch keinen Martinez da hingesetzt. Ach was. Ich hätte lieber einen Costa hingesetzt und wie. Costa kommt noch, früh genug. Oder Kimmich oder sowas. Glaub mir, Costa kommt noch früh genug. Kimmich habe ich nicht dabei. Ja, sehr schön. Dafür habe ich Schrabilan so dabei. Freiburg wechselt einmal. Auf der rechten Seite. Inovski raus. Bulo rein. Ja. Ja, genau. Fertig. Rechter Verteidiger. Eigentlich ist Bulo rechtes Mittelfeld, aber Verteidigung. Er ist ein kampfstarker Spieler. Und auch ein erfahrener Spieler. Ist das so? Ja, natürlich. Also. Ist er schon älter? Ja. Bringt ein bisschen Ruhe vielleicht auch rein hier in das Ganze. Da ist er schon. Ich guck mal, wie locker hier da ins Ausgang gemacht war. Aber nur weil der Pech hat. Halt. Ja, Alaba. Alaba läuft bei ihm. So, Neuer schlägt ab auf Müller. Schneller Kopfball auf Ribéry. Da ist schon wie Bulo. Und Ribéry kann schon. Mit dem Außenriss. Ribéry kann nicht mehr. Diese Meldung des Spieltags. Ribéry ja, kann natürlich kann er nicht mehr. Ich wechsle ihn ja auch bald aus. Aber noch muss er ein bisschen durchhalten. Okay, okay. Weil ich nur noch zweimal wechsle. Ja, das ist Martinez. Oh, nee. Damit muss man dann auch mal leben. Vor allem im defensiven Mittelfeld ist es gerade Vidal und Martinez. Das ist halt so zweikampfstark. Das ist der Knaller. Tja. Oh, Neuer, Alter. Nee, der Grifo, Mann. Der war gut geschossen eigentlich, aber Neuer hält den doch noch. Er hat einen Außenriss drin, ein bisschen. Ja, gucken wir da nochmal. Nee, Vollspann. Also, ja, Vollspann dann. Pike Vollspann, sowas. Oder auch von der Höhe perfekt für den Torwart, ne? Ja, gut. Ist ja noch Neuer. Nicht wahr? Nee, überhaupt insgesamt. Boateng. Klärt. Guck mal hier, Bulut. Wie er zaubert. Abseits. Ja. Anscheinend nicht. Weil du berührt hast oder so. Deswegen kein Abseits. So, jetzt wird spannend hier. Ich hol mir mal. Boah, das war ein sehr gutes Tackling. Ja, ich. Das müssen wir mal gerettet und gedacht, aber festhalten. Und auch mal ein Tunnel. Also hier läuft es gerade bei Freiburg. Ja. Nur mit den Toren halt nicht so wirklich. Ne? Oh, böses Foul. Oh, böser Pass auf Bulut. Und was für ein Konter gegen die Bayern. Böses Ding. Das richtige Konter war da nicht mehr. Am Schluss waren nämlich alle, war der ganze Strafraum voll mit Leuten.
Aber dieser Pass, der war tödlich. Der Bulut, also zu Bulut. Ja, ich dachte, der passt woanders hin, aber irgendwie habe ich ihn nicht im Auge behalten, leider. Ich dachte, ich habe eine gute Wand aus drei Leuten aufgebaut und dann hast du so weit nach hinten gepasst, dass da halt dann keiner mehr war. Und ja, das war knapp auch wieder. Fast am Tor, fast vorbei. Widerlich, ne? Hier mit dem Anschlusstreffer und Freiburg ist da. Freiburg ist wieder da. Super Ding. 10. Tor schon. Läuft. Ich dachte, die Haare andersrum ist halt. Muss ich gerade mal sagen, sorry. Nee. Echt? Ich weiß es nicht. Echt? Weißt du es nicht? Nee. Es tut mir leid, ich achte halt nicht so krass auf alles. Ich achte ja schon auf viel, aber. Ja, genau. Halt mich so lange fest, bis ich jetzt auslaufe. Ach komm, du bist selber dann schuld, wenn du weg von Ribéry rennen möchtest. Ich meine, ich verstehe das. Nee, ich wollte den Ball eigentlich noch haben. Ja, das. Berührt hatte. Und du mich abgehalten hast. Oh, scheiße. Oh, fuck. Oh, fuck. Torwart, komm. Oh, fuck. Alles richtig. Ich wollte es sicherer machen, als es in Wahrheit... Also, ja, ich dachte, es wäre sicherer so rum, aber irgendwie hat es nicht ganz funktioniert. So, aber das war doch ein gutes Ding. Was war denn das? Also so ein Klotz? So das war ein Philipp Lahm. In seinem letzten Bundesligaspiel übrigens. Oh, fuck, ey. Das ist wie Schalke Lonsen, ne? Wenn er spielen würde. Wer jetzt? Letztes Spiel. Ach so, ja. Richtig. Ja, ich krieg ja nochmal einen Einsatz. So 2 Minuten oder so. Ja, oh, was soll das denn? Ja, Taktik. Mhm. Sehr gute Taktik. Gefällt mir. Nee, immer noch. Kein Tor gefallen. Ah, oh, Mann. Freiburg steht jetzt hier. Die stehen jetzt sicher, können nach vorne nichts machen, stehen aber hinten. Ach komm. Es gibt noch Rot. Es gibt noch Rot. Es gibt gar nichts. Ich hoffe mal, es gibt noch was. Okay, es gibt was. So, Peter ist auch ein bisschen verwirrt. Ah, es gibt nichts. Sehr gut. Schade. Also deine Pässe musst du halt echt noch mal ein bisschen verbessern. Ja, Alter, hallo, Notbremse. Du hast voll die Körper reingestellt. Notbremse nämlich auch. Aber du mit deinen Pässen, du bist auch nicht so wirklich ganz drauf. Ich dachte, ich bin schneller. Okay. Schade, ich wäre gerne an Lava gewesen. Das glaube ich dir. Oh, das wäre so nice gewesen. Aber ich hätte es nicht geschafft, wahrscheinlich den noch zu machen. Oh nein, ich habe was ganz anderes machen wollen. Was denn? Weißt du selber nicht, oder wie? Doch, da sagst du aber nicht, sonst weißt du es ja. Okay, so ein Alter. Ja. Hast du schon Angst jetzt hier um die Rede, ne? Der letzte Bayern. Spiel. Ich mache aber ein bisschen Gelb Druck nochmal. K-Boot bestimmt nicht. Ich vorhin ein Tor gemacht, da kriegt man nicht direkt die gelbe Karte. Achso, hat kein Trikot ausgetragen. Nee. Leider gibt es das hier nicht mehr. Ja. Dass man ein Trikot ausziehen kann und dann direkt gelb. Dann würde man wahrscheinlich auch gelb kriegen. Ich glaube bei PS, also Pro Evolution Soccer, da gibt es das. Ja. Okay. Oh. Hallo, man muss auch mal was anders machen. Ja gut, der war ein bisschen knapp, ne? Der war ganz gut, ja. Abrashi war ein guter Distanzschütze manchmal. Kann man mal machen, würde ich sagen. Ja gut, ich habe jetzt die ganze Zeit defensiv gespielt, wo du ein bisschen besser geworden bist. Und jetzt spiele ich noch ein bisschen offensiv und zieh noch ein bisschen was ab. Um Tordifferenz geht es bei mir jetzt erstmal nicht. Ja, du musst halt gewinnen, ne? Genau. Freiburg wehrt sich. Ja, mit allen Kräften. Auch mit illegalen Mitteln. Ja, du ja auch, ne? Wie oft du faulst hier? Alter. Alaba kann noch. Natürlich, der kann immer. Oh Gott, ey, das gibt's nicht mehr. Ja, ich glaube, gleich müssen wir mal frische Offensivkräfte reinbringen. Das geht nämlich sonst so nicht. Da muss ich vorher aber noch 2-2. Das bringt dir auch nichts mehr, wenn ich auf Schluss 4-2 führe. Ja, das muss ich erstmal schaffen. Aber ich spiele ja kann nicht defensiv, das ist die Sache, ich kann das nicht. So, Robben ist durch. Von Robben hat man noch nichts gesehen in dem Spiel. Aber es reicht ja immer nur eine Aktion für mich. Oh, stand doch da! Lol, mit dem Außenriss. Ich glaube, er hat mit dem Außenriss geholt. Das war Pieke. Das war Pieke. Ich stand da. Oh lol, guck dir den an. Heidenei. Ich stand genau vor dem. Vor dem Schuss. Ja, das stimmt. Geht denn das? Ich habe überlegt, ob ich nochmal aussteigen lassen soll. Ja doch, es war auch noch was, ziemlich sicher. Und wir haben gar nicht gesehen, weil der Schuss war so kräftig, guck mal. Ah, okay, nee, es war erstmal Pieke tatsächlich. Ganz knapp, ey. Ganz knapp kam Bruno nicht hin. Boom!
Aber das war auch ein Gewaltschuss in den Winkel. Chancenlos für den Torhüter. Knaller. Müller ist halt doch wirklich, der hat die Fähigkeit. Ich hätte es schaffen können, das Unentschieden. Ja, und jetzt wird es nochmal eng. Und zur Feier des Tages wird noch zweimal gewechselt. Franck Ribéry und Arjen Robben. Ribéry geht raus und da kommen Douglas Costa und Timothy Coman. Also die Nachfolger. Die Prinzen, ja, aber die nicht ganz die Erwartungen erfüllen, so wie sich das vorstellt. Bei mir geht Torron Abrashi raus, Söhnchen und Nielsen kommen rein. Ah ja, Nielsen kann man auch gut spielen, so in den letzten Minuten nochmal. Der ist immer ein ganz guter Konterspieler. Er braucht nur noch 3 Tore jetzt. Ja, das ist das Problem, ja, das stimmt. In 10 Minuten. Machbar, alles machbar. Costa. Costa hat noch Bock. Und da ist Javi Martinez. Nee, nicht mit mir. Nein. Hör auf. Hör auf. Thomas Müller. Auch mit seinem Doppelpack. Das darf doch nicht wahr sein. Ich stand da schon wieder. Ja. Aber ich hatte mal. Hast du nochmal durch? Ja. Wie geht denn das denn? Schon wieder mit Bullet ins. Ja. Ja, das war knapp, aber das ist ein typisches Müller-Tor. Natürlich. Irgendwie noch vorbeigestaxelt. Am Bein, übers Bein drüber. Das ist die Klasse eines Thomas Müller. Man weiß nicht genau, was er kann, aber irgendwie steht er immer richtig und kann Tore schießen. Ja, das habe ich auch gehört, dass FIFA irgendwie anhand also wenn FIFA die richtigen Werte von Thomas Müller eingetragen hätte, so in normale Tabelle halt mit den Werten, mit dem, was sie so können, was sie halt nicht so gut können, dann wäre da irgendwie ein Mittelklasse-Spieler rausgekommen. Ja, ja. Deswegen mussten sie irgendwie noch diesen Thomas Müller-Effekt dazu addieren. Und nochmal irgendwie was draufschlagen, weil das sonst nicht Thomas Müller gewesen wäre, wie gut er wirklich ist. Er ist einfach unbeschreiblich, so tatsächlich. Das ist echt ganz witzig. Oh, da gewinnt hier. Oh, ich hab gedacht, ich komme vorbei. Naja, jetzt wohl. Und Vidal darf auch nochmal. Mensch, jetzt wird's aber eine Klatsche. Ja, ich glaube, drei Tore in 6 Minuten. Ich habe gehofft, das passiert nicht. Aber ich spiele auch total offensiv, ne? Ah, okay. Und da ich wollte eigentlich das 3-2 und 3-3 nochmal. Ja, gut. Und Vidal steht ja auch immer total frei. Vielleicht und kann soll ich mal zurückschauen. Und kann dann einköpfen. Und, aber Gikiewicz ist noch dran. So, warum sich hier Bernat und Xabi Alonso noch warm laufen, weiß ich auch nicht genau. Aber hier sehen wir das 5. Tor von Arturo Vidal, dem Krieger. Gut, wenn du total offensiv spielst gegen die Bayern, die auch offensive spielen, wird das natürlich, ist es schon sehr mutig, sagen wir es mal so. So, was war das jetzt genau? Ah, ja, Douglas Costa, hallo, nicht beschweren, sondern rennen. Oh. Nielsen hat jetzt schon gelb, wie hat er denn so schnell gelb bekommen? Ich hab gar nichts gemacht. Oh, da hinten war wieder niederlich. Wie hat er denn so schnell gelb bekommen? Ich hab doch gar nicht gefault, Mann. Ich weiß es nicht, ich habe nichts mitbekommen. Und das Spiel ist aus. Jetzt ist es nur die Frage, was genau ist hier jetzt passiert überhaupt? Bayern hat mit 4 Toren Abstand gewonnen, das ist richtig. Und ist damit, sie haben überhaupt gewonnen, ja. Ja genau, ist damit punktgleich mit Borussia Dortmund. Und Tabellenführer zurzeit. Zurzeit Tabellenführer, richtig. Allerdings ist noch nichts gewonnen, denn Dortmund spielt noch. Ja. Und ich weiß jetzt nicht genau, gegen wen Dortmund spielt, aber es wird auf jeden Fall auch noch ein hart umkämpftes Spiel in Bremen. In Dortmund allerdings. Das ist natürlich auch wieder die Heimmacht, ja. Da wird es nochmal eng. Also das wird nochmal spannend und noch ist nichts sicher. Ja, also bei uns jedenfalls, in echt ist es natürlich ein bisschen anders. Da könnten sie jetzt hier die Schierscharte schon in die Hand nehmen. Richtig. Ist bei uns halt nicht, weil wir sind nicht so langweilig wie die echte Bundesliga, ne? Oh, hat er es echt gesagt? Er hat es gesagt. Gut, ja, was ist unser Tipp? Wie geht es denn echt aus? Ich würde mal sagen, es geht genau so aus. Ich denke, es ist ein 3-0. Nein, also Freiburg steht zurzeit richtig gut. Sie sind nicht umsonst da auf diesem Platz. Wo ja, das stimmt. Zeigen gute Leistungen und haben jetzt ja auch zum Beispiel gegen Schalke überraschend das stimmt. Krass gut gespielt. Das stimmt. Weil Schalke ein Wundertüte ist, muss man auch sagen. Schalke ist diese Saison einfach absolut grottig im Vergleich zu sonst, was sie spielen. Das ist schon hart. Und ganz ehrlich, die haben zweimal gegen die Eintracht verloren, sogar in der Rückrunde. Niemand hat gegen die Eintracht in der Rückrunde verloren. Ja. Schalke. Ja. Außer Schalke und Darmstadt. Ja.
Das wäre schon hart. Also echt niemand. Nicht mal Bielefeld hätte fast verloren und die sind fast in der dritten Liga. Ja. Also eigentlich sind sie schon in der dritten Liga. Eigentlich sind sie schon fast, ja. Gut, also dein Tipp? 3-0 hast du. 3-0 habe ich gesagt, ja. Nee, also 5-1 ist ein bisschen übertrieben. Ich denke mal, das wird so ein 3-1 für die Bayern. Aber trotzdem wollen die halt nochmal zu Hause schön zeigen, was sie können. Dann noch die Weißbierdusche, wie immer. Ja, genau. Und die Freiburger fahren dann trotzdem wahrscheinlich zufrieden. Und wenn es gut läuft, nächstes Jahr Europapokal spielen. Die werden da keine Punkte einplanen, natürlich. Aber Euroleague wollen sie trotzdem spielen, das heißt, sie müssen eigentlich schon. Wenn sie da einen Punkt mitnehmen, ist bestimmt gut, aber ja, genau. Damit kann, glaube ich, niemand rechnen. Ja, Darmstadt hätte auch fast einen Punkt mitgenommen, ja. Von der Qualität her, wie sie gespielt haben. Ja. Aber gut, ist ein anderes Thema. Ja, wenn es euch gefällt, könnt ihr natürlich auch hier gerne die nächsten Videos angucken. Wenn euch dieses Video gefallen hat, könnt ihr natürlich dafür auch gerne ein Daumenchen nach oben drücken. Würde uns freuen. Außerdem natürlich auch noch euren Tipp in die Kommentare reinballern. Das interessiert uns auch. Und dann würde ich mich schon verabschieden. Ihr könnt natürlich den Kanal auch gerne abonnieren, wenn ihr neu hier seid. Dann sagen wir ciao, bis zum nächsten Video und bye bye. Ciao.